Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sondermeldung zu den Crypto Insider News. Markus hat mich gefragt, was ich über die Bayern LB Studie denke. Und die sieht den Bitcoin bei 90.000 US-Dollar nach dem Halving im Mai. Ich mache das Video wegen der Frage von Markus und natürlich auch, weil ein weiterer YouTuber genau mit diesem Video sein Scam-MLM-System bewirbt. Ja, und den Markt überlassen wir ihm auf keinen Fall. So. Warum kommt überhaupt die Bayern LB mit dieser Studie ans Licht? Ja, und was ist da überhaupt los? Die haben sich doch bisher nicht über Bitcoin geäußert. Ja, und dazu muss man wissen, die Banker hatten im August ein Seminar und da gab es auch einen Vortrag von Saifedean Ammers. Ja, wer ist Saifedean Ammers, werdet ihr fragen. Ja, Saifedean Ammers hat das Standardwerk The Bitcoin Standard geschrieben. Ja, und hier geht es eigentlich nur in drei Kapiteln um die Kryptowährung. So, er lehrt irgendwie die Marktgesetze nach der österreichischen Schule. Und da gibt es eine bestimmte Ratio. Ja, und zwar die Stock-to-Flow-Ratio. Und anhand dieser Ratio wird die Seltenheit eines Assets bestimmt. Ja, wie funktioniert das überhaupt? Ja, man nimmt die aktuelle Umlaufmenge des Assets, also von Euro hier oder von Gold, und teilt sie durch die hinzukommende Menge. Und somit erhält man die Seltenheit des Assets. Das nennt sich dann Stock-to-Flow-Ratio. So. Und Gold hat natürlich mit 58 die höchste Stock-to-Flow-Ratio aktuell. Bei Bitcoin sind wir aktuell bei 25, circa 25 als Stock-to-Flow-Ratio. Wenn man es genau nimmt, so bei 23,8. Nach dem Halving im Mai sieht das Ganze aber ein bisschen anders aus. Und zwar, dann sind wir bei circa 53 Stock-to-Flow-Ratio. Die Bayern LB spricht in dieser Studie von einem relativ unfairen Angebots-Engineering. Ja, also so drücken sie es aus, ein bisschen sperrig in dieser Studie. Es geht eigentlich nur darum, ja, die Bitcoins sind begrenzt auf 21 Millionen. So, und und es werden halt immer weniger hinzukommen. Und insofern wird sich der Preis natürlich erhöhen. Ja, das ist ein Marktgesetz. Ammers nennt es Stock-to-Flow-Ratio. Und von diesem Vortrag von Saifedean Ammers im Juni war der, haben sich die Banker anstecken lassen und sehen jetzt den Bitcoin nach ihrer Analyse bei 90.000 US-Dollar und zwar schon Ende Mai nach dem Halving. Ja, wie stehe ich jetzt zu dieser Studie? Ich glaube, und das habe ich im Video davor gesagt, schaut euch unbedingt das Video mal an. Da geht es um die Preisprognose für 2020, also 2020. So, und ich glaube, dass es nicht so hoch gehen wird. Ja, wir werden so um die 15.000 Euro sehen, denke ich. Aber höher wird es nicht gehen, denke ich. Also eben maximal 20.000 Euro. Euro, ja, oder 20.000 US-Dollar, vielleicht ein bisschen drüber, aber mehr glaube ich nicht. So, das ist meine Prediction, meine Vorhersage. Maximal 15.000 bis 20.000 US-Dollar, ja, um es mal in Dollar auszudrücken. Mehr sehe ich aktuell nicht. Also Markus, das ist meine Prediction und immer wieder spannend, ja, dass sie sich jetzt anstecken lassen haben von einem Vortrag. Ja, dem Bitcoin tut's gut. Ja, wenn euch das gefällt, dann lasst ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, euer Tom Erl.